Eins, zwei, drei, gleich ist es vorbei. Die Qual der Wahl, du bist dabei. Du musst dich entscheiden, welches von beiden soll jetzt bei dir bleiben. Fang nicht an zu leiden, du musst dich entscheiden, welches von beiden soll jetzt bei dir bleiben. Nach gemütlichem Abend grinst der Wecker morgens früh um vier. Dein Schädel brummt, lieber werde jetzt das nächste Bier. Weiter schlafen. Und aus dem Bett aufstehen, erholen. Und völlig kaputt zur Arbeit gehen. Jobverlust. Und einen weiteren Tag auf Arbeit quälen. Gefordert ist eine Entscheidung, nur du kannst sie fällen. Der falsche Weg könnte dir sehr viel Zeit noch stehlen. Doch triff sie schnell und zögere nicht, denn nur so kannst du deinen Tag erhellen. Und eins, zwei, drei, gleich ist es vorbei. Die Qual der Wahl, du bist dabei. Du musst dich entscheiden, welches von beiden soll jetzt bei dir bleiben. Fang nicht an zu leiden, du musst dich entscheiden, welches von beiden soll jetzt bei dir bleiben. Auf der Straße erwischt deinen besten Kumpel mit deiner Ex. Weglaufen und verstecken hat keinen Zweck. Faustschlag. Und ein höfliches Weitergehen mit guten Tag. Hak es ab. Und sagst du ihr, dass du sie noch immer magst, bestätigt es deinen Verdacht. Und frag sie, wie oft sie schon bei ihm lag. Du musst dich entscheiden und in dir tobt eine gigantische Schlacht. Jeder wartet darauf, wie du dich verhältst und was du machst. Triff deine Entscheidung schnell und zögere nicht. Und hak es ab und sag am besten nichts. Und eins, zwei, drei, gleich ist es vorbei. Die Qual der Wahl, du bist dabei. Du musst dich entscheiden, welches von beiden soll jetzt bei dir bleiben. Fang nicht an zu leiden, du musst dich entscheiden, welches von beiden soll jetzt bei dir bleiben. Dein Bankauszug verrät, du stehst leider in der Kreide. Ein Blick in dein Portemonnaie sagt dir, du bist wirklich pleite. Arbeiten gehen. Und die nächste Bank ausrauben. Leute bestehlen. Und muss dein Vermieter enttäuscht dran glauben. In schlechten Kreisen hehlen. Und an deinen Bewerbenden schrauben. Gute Entscheidungen fehlen, doch du wirst sie brauchen. Auf dem Markt umkehren. Und gefundene Kippen aufrauchen. Es hilft ja nichts, nur in dein Taschentuch zu schnauben. Und eins, zwei, drei. Gleich ist es vorbei. Die Qual der Wahl. Du bist dabei. Du musst dich entscheiden, welches von beiden soll jetzt bei dir bleiben. Fang nicht an zu leiden. Du musst dich entscheiden, welches von beiden soll jetzt bei dir bleiben.